Herzlich willkommen zu einer neuen Beauty Time! Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute zu dritt. Wir haben einen Gast. Ja, herzlich willkommen, Nilam. Wie Vielen wär's Dank. Mit einem Tee? Großartig. Bei der wunderbaren Beauty Time. Wir freuen uns. Du bist tatsächlich erst der zweite Gast, der es in die Beauty Time geschafft hat. Mara war vor mir schon mal Mara da. Mara ne? war vor dir genau. schon mal da. Das war sozusagen die einfachere Variante, weil wir sie ja schon so lange kennen. Das Casting war hart. Ja, das war hart. Aber offensichtlich habe ich es ganz gut gemacht. Genau. Prost. Ah, nee, ja. Tee. Sorry. Und wir haben uns heute zusammengefunden, weil ja demnächst der Muttertag ansteht. Genau. Und wie der Zufall es so will, haben wir alle drei Mütter. Mensch, was für ein Zufall, oder? Ganz tolle Mütter. Ja. Du hast eine Mama, Nilam. Ich habe eine Mama und die liebe ich sehr. Das ist doch schön. Die guckt das. Wetten wir, die guckt das. Also, Mama, echt? Wie cool. Mama. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob meine Mama schon mal meine YouTube... Doch, hat die bestimmt schon mal geguckt. Aber Hallo, die erzählt klar. mir das nicht so. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Die also so Mama, stimmt. wenn du das guckst, ne? Ich sag Mami tatsächlich. Mami, ja. Kokos Mami, schreib bitte einen Kommentar. Dafür müsste sie einen Account haben, das hat sie mit Sicherheit. Bitte mach dir einen Account. Genau, und wir wollten mal so ein bisschen darüber sprechen, wie uns unsere Mamas so beauty-technisch beeinflusst haben, quasi. Ja, liegt sehr nah, Beauty Time und Müdis. Genau. Na? Müdis. 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 Sagt man das so im hohen Norden Nein. bei euch? Nein, habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, gibt es etwas, was deine Mama, wo du sofort denkst, bad? Ja, was ganz krass ist. Also meine Mama ist ja Polin, was man mir jetzt nicht so erinnert. und sieht auch aus wie eine Polin tatsächlich. Ah, okay. Hat rote Haare, also knallrote Haare. Krass. Echt? Schon ihr ganzes Leben, also seitdem ich sie kenne, ihr ganzes Leben. Und trägt immer, immer, immer roten Lippenstift. Und zwar auch ungefähr so einen wie du. Okay. Also relativ knallig. Ja. Und das ist bei ihr ganz normal. Wenn sie aufsteht, ist das Erste, was sie macht. Und das ist so für mich immer gewesen, so krass, ist voll normal, roten Lippenstift zu tragen. Wo viele ja eher so eine Hemmschwelle haben und irgendwie sagen, so, weiß nicht, in der Öffentlichkeit. War das immer so roten Lippenstift. Egal, wir gehen Brötchen kaufen, roten Lippenstift. Okay. Und ich glaube, deswegen liebe ich roten Lippenstift auch einfach so gut, dass ich welchen drauf habe, by the way. Aber also viele haben ja wirklich sehr viel Respekt vor roten Total, Lippenstift. Ja. Ich glaube, wenn man das aber wirklich von mütterlicherseits mit auf den Weg gegeben genau. bekommt, dann sieht man das. Aber hat sie dann tatsächlich immer ein und dieselbe Farbe, jetzt schon seit 20 Jahren? Weil ist ja mal rote Haare und roter Lippenstift ist ja auch so ein Thema, was nicht ganz so einfach ist. Das ne? stimmt, aber es sind immer verschiedene Lippenstifte, aber es sieht immer gleich aus. Also sie Ach, achtet okay. schon drauf, dass es dann eben passt und so. Meine Mama ist auch, ich glaube, es sind auch so polnische, osteuropäische Frauen sehr, sehr gepflegt, ja. wahnsinnig bedacht auf ihr Äußeres. Und das war immer ganz toll mit anzusehen irgendwie und da so rumzuprobieren und so weiter. Ja. Das war echt schön. Also meine Mama traut sich nicht so an Lippen, also nicht an farbige, sie mag eigentlich eher so auch nude, aber bei ihr ist es der Eyeliner. Also ist wie Echt? Deine Mama, sie steht auf, Eyeliner. Mein Wimperntusche natürlich auch irgendwo, aber das ist nicht so eingebrannt, weil das ja bei vielen eigentlich Aber so ausgewinkt so richtig oder eher wirklich nee, einfach nur nee, Wimperntrans betont? Schon ein bisschen sozusagen. Dicker, aber nicht ausgewinkt und auf jeden Fall auffällig. Also sie ist blond und da fällt das, ich glaube, das ist auch etwas, was so blonde Leute mit blonden Wimpern, die achten besonders, glaube ich, darauf, dass da alles sitzt um die Augen herum. Das heißt, ja. deine Mama, wenn die das schon immer macht, die kann das zack, zack und dann ist das perfekt. Schwierig, weil ihre Augen mit den Jahren immer schlechter geworden sind. Sie müht sich richtig. Ich habe ihr mal so einen siebenfachen Vergrößerungsspiegel Geil. Geschenkt zu Weihnachten und da war sie auch sehr, sehr dankbar. Und sie ist da tatsächlich auch sehr, sehr picky, wenn es um die Eyeliner geht. Ne? Was also benutzt mit sie dem, denn für Eyeliner? Ich glaube, sie mag grundsätzlich viele von L'Oreal, also hier Maybelline, L'Oreal selbst. Ich glaube auch Lancôme oder also so. Also Liquid oder was benutzt Ja, genau, Liquid mit Filzspitze, da steht sie drauf. Ich glaube, mit Gel-Eyeliner, das ist hier schon alles viel zu viel gefummelt. Nee. Also tatsächlich ist das Erste, wenn ich so an Beauty und meine Mama denke, sind das, und das ist so krass, dass, ich meine, ja. wir wussten das ja nicht, das sind Nägel. Ach, witzig. Das ist so geil, dass es so unterschiedlich ist. Meine Mama trägt seit, ich weiß nicht, gefühlt 400 Jahren, nein, ich weiß nicht, aber mindestens 20 Jahre, orangene Nägel. Ach, Quatsch. Ja, ernsthaft immer. Und es muss auch ein ganz bestimmtes Orange sein. Das darf Aha. kein warmes Orange sein. Es ist so ein Orange mit so einem Gelbstich. Und sie hatte lange einen Nagellack. Ich weiß leider nicht mehr, von welcher Marke der war. Und der wurde dann aber irgendwann eingestellt. Das war ein Riesendrama. Wäre meine Frage, ja, genau. Ja, war ein Riesendrama. Und sie hat auch versucht, so von Catrice oder ne, mal was zu finden. Aber genau diesen Orangeton hat sie nie wieder weißt gefunden. Was? Weil es ja Mamas Erbe ist. Irgendwann erbst du einen Keller voller dieser Orangetöne. Ja, genau. Weil sie doch alles auf Vorrat gekauft hat.
Aber eigentlich müsste man es ja auch mischen. Hast du mal versucht für deine Mama so? Ja, ich glaube, das ist ihr dann auch schon wieder zu kompliziert. Und sie lackiert sie sich auch nicht selber, sondern sie hat gemachte Nägel. Ach so, und dann werden die quasi dann einmal gemacht und dann ja versiegelt. Und dann hast du ja irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochen Ruhe oder so. Und es war tatsächlich jetzt, wo ich ja quasi mit diesem ganzen Beauty-Thema angefangen habe und auch den Shop hatte, hat meine Mama und dann auch meine eigene Marke, dann hat sie plötzlich im Winter Drachenzunge, das war einer meiner Nagellacke, der hat so einen Schwarz-Rot-Stich. Und dann kam sie plötzlich an und hatte diesen Nagellack auf den Nägeln. So, ich bin fast umgefallen, weil das so, what? Das ist, kenne ich wie nicht cool. So, ne? Aber was ich krass finde, weil wir das gerade so festlegen können, ich weiß gar nicht, ob man über mich irgendwann mal festlegen kann, dass ich dafür bekannt war, weil ich, glaube ich, zu viel ausprobiere, als dass meine Kinder irgendwann sagen könnten, sie hat immer das und das gemacht. Und aber dass wir das aber so von unseren Eltern können, find, oder von unseren Müttern hoffentlich nur, weiß ich nicht. Ja, aber wir kennen unsere Mütter ja nicht aus der Zeit, wo sie so alt waren wie wir, sage ich jetzt. Na gut, ich falle jetzt so ein bisschen raus, aber ihr seid ja noch ein bisschen jünger. Aber das ändert ja nichts von der Relation. Und vielleicht haben sie auch damals super viel ausprobiert. Mhm. So ein kleiner Fun-Fact am Rande. Meine Mama hat zum Beispiel eine Ausbildung bei Guerlain in Paris gemacht. Ach, zur Kosmetikerin. Ja, ja. Na, das war, sie war dann auch richtig so im Modetrip und Paris und hat ja in Rheine gewohnt, wo es natürlich super, also das war damals schon noch spießiger als natürlich jetzt. Und wenn sie dann mit so einer karierten Schlaghose von Guerlain dann kam aus Paris, das ging gar nicht. Der Hingucker in Rheine. Absolut, absolut. Und vielleicht hat man dann irgendwann den Punkt, wo man sagt, das ist mein Look und so kennt mich dann mein Kind ja auch. Das könnte ja sein. Bin ich gespannt. Nicht. Einfach auch, weil wir uns, oder ihr sogar noch mehr als ich, aber ich mich ja auch eine Zeit lang mal sehr viel damit beschäftigt haben, dass man einfach so probierfreudig ist, dass man das vielleicht gar nicht erst einkennen lassen wird. Lasst uns in 25 Jahren noch oh ja, das ist ein Versprechen. Also ich glaube schon, dass ich so Signature sage, es sind immer die Augen, wenn entweder Smoky Eyes oder halt so plakative. Aber das sind dann auch wieder das und das und das und das. Das ist eine ganz andere Sparte. Ich habe auch von meiner Mutter gibt es hauptsächlich eher so Schwarz-Weiß-Fotos. Ich glaube, das war noch so die Zeit, wo es dann eben vielleicht noch ein paar farbige, aber das ist auch immer schwarze Eyeliner, sieht man immer sofort. Mir fällt gerade ein, also ein anderes Charakteristikum ist, meine Mama trägt auch sehr viel Lidschatten. Und auch wirklich sehr so, bis zur Augenbraue hochgezogen, hört sich jetzt nicht blöd an, aber schon nicht nur so ein bisschen. Und sie macht aber jetzt nicht so wie du, so schattiert und viel Farbenauge oder so, sondern es ist dann immer eine Farbe. Und auch meistens war das so ein Blauton, gut, vielleicht aus der alten Zeit noch, aber hat dann auch durch mich jetzt angefangen, dann zum Beispiel Koboldgelüste, der ja so ein bisschen grünlich, bräunlich schimmert und so. Aber immer diese eine Farbe und dann aber dafür zum Beispiel nichts auf den Lippen oder so. Ah, ja. Und ich verbinde sie noch, wenn vielleicht so ein spezielles Produkt. Sie hat auch jahrelang ein Parfum getragen. Und auch das gab es dann irgendwann nicht mehr. Das war von Cartier, Panthère. Ich weiß noch, schweineteures Ding. Und sie hat sich immer gefreut, wenn Papa das dann zu Weihnachten geschenkt hat. Und irgendwann gab es das nicht mehr. Oh Gott, Riesendrama. Mama, ich müsste dich mal fragen, was hast du denn? Mami, was trägst du jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Was für eine Schande. Was war der Ersatz für Panthère? Ich frag dich. Das machst du bei, also meine Mama, die steht auch, da gab es mal so ein Moschus-Musk-Mischung. Mhm. Hat sie über Jahre gesucht, nie wieder gefunden, aber Moschus ist schon so ihr Ding. Okay, aber so Duft haben wir offensichtlich auch in Common, weil meine Mama auch total. Aber meine Mama ist eher so super markenfixiert. Also dann gehst du mit einem Parfum von Chanel und dann ist sie so, oh, ein Chanel-Parfum. Und dann ist auch egal, wie es riecht, weil es ist von Chanel. Okay. Und dann kommst du wieder mit einem anderen und eine Zeit lang habe ich ja sowas echt viel zugeschickt bekommen. Und dann, für sie war das wie Paradies. Und ich konnte damit gar nicht so viel anfangen. Und boah, das und das. Boah, das ist aber eine teure Marke. Und meine Mama so kommt auch lieber immer zu mir zu Besuch, weil sie weiß, dass sie dann nie mit leeren Händen haut. Ja, genau. Immer schön die Bemusterung an Mama. Aber weil du es gerade erzählt hast, meine Mama hatte auch eine Ausbildung als Friseurin gemacht, noch im Polen. Durch ihre Ekzeme und so konnte sie nicht weiterarbeiten. Aber Haare ist natürlich, schneidet sie mir nach wie vor. Und bei ihr ist auch das Zweite, was mir sofort in Sinn kommt, ist, dass sie regelmäßig mit Ei auf dem Kopf rumläuft. Was, wie mit Ei? Also so eine Eimaske auf dem Kopf. Also das so sozusagen das, was du früher Ei nimmst, also auf dem Kopf. Also sie hat kurzes, blondes mit Haar. Salz, ne? Und Pfeffer. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nie probiert. Und Bier. Also sie hat es zwar nie angewendet, aber sie hat mir immer gesagt, was willst du hier mit Schaumfestiger oder was weiß ich? Schmier dir doch Bier drauf. Und ich so, bist verrückt, ich rieche dann auch noch nicht wie Kneipe. Und irgendwann, als ich erwachsen war und nicht mehr so stur, habe ich es probiert. Und Bier im Haar ist echt cool. Also der Duft verfliegt wirklich. Weil es was macht? Es macht so griffiges Haar. Okay. Es ist so ein bisschen nicht wie Schaumfestiger, da hast du nicht so was Klebriges. Aber du hast so ein bisschen Substanz und es ist, glaube ich, auch pflegend. Mittlerweile ist dieses, was im Bier ist, auch irgendwie isoliert. Kannst du auch kaufen als für selbstgemachte Kosmetik. Ich sehe uns schon heute Abend im Bad mit der Bierbulle, so die schöne Bierspülung. Also ist auch sehr bekannt. Also Starkbier soll da besser sein. Ich habe das auch schon mal gehört, aber nicht für voll genommen, ehrlich gesagt. Ja, wegen dem Geruch, ne? Aber ich habe mir so was gemischt, dann so mit Bier, ein bisschen Honig und Zucker, weil das dann ja so...
Aber es ist mir also auch das Erbe deiner Mama ist Bier. Ja, Pivo. Die Polen wieder, genau. Weißt du? Die Polen wieder. Genau. Bevor wir also jetzt unsere Mamis begrüßen, möchten wir natürlich euch fragen, was haben eure Mamis euch an Erbe, Beauty-Erbe hinterlassen? Genau, das interessiert uns. Habt ihr ein Produkt, mit dem ihr eure Mama in Verbindung bringt? Also im Prinzip, ja, ist ja mal eine ganz andere Seite. Man erfährt ja so ein bisschen was Privates auch. Ne? Ja, und wie verbringt ihr den Tag? Verbringt ihr den Muttertag mit eurer Mama oder seid ihr vielleicht getrennt und könnt euch nicht immer sehen? Wäre schön zu wissen. Ansonsten schaut bei Nilam vorbei. Vielleicht kennt ihr ja ihren Kanal, vielleicht auch nicht. Dann schaut bei Coco vorbei. Mhm. Und natürlich wunderbar in unsere Beauty Time Playlist reinklicken, um unsere alten Folgen anzuschauen. Wir sind nur in 2 Wochen bei dir. Genau. Vielen Dank, Nilam, dass du da warst. Thanks for having me. Oh, es war uns ein Pleasure. Jetzt meine Mama. Schön, oder? Also unsere lieben Mamis, wir wünschen euch schon vorab einen schönen Mutter. Danke, dass ihr uns auf die Welt gebracht habt und bye bye. Tschüss! Tschüss!